Frankfurter Stumpe. Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Michael. Guten Tag. Und ich bin der Andi. Gute. Der Olli ist krank. Ja. An der Stelle. Gute Besserung. Gute Besserung, Olli. Hoffentlich nächste Woche wieder in voller Besetzung. Ja, sehr hoffentlich, weil da sind wir nämlich unterwegs. Jawohl. Ah, da haben wir ein Special. Ja. Wird aber noch nicht verraten. Nein. Ja. Was rauchen wir? Wir rauchen die Camacho Corojo Box Pressed, die es hier leider nicht mehr gibt. Ja. Hat der Laden unseres Vertrauens noch ein paar irgendwie aufgetrieben. Mhm. Leider keine Ecuador. Soweit ich weiß, die kamen damals, gab es eine Box, oder gibt es eine Box Pressed von der Corojo, von der Ecuador und von der Connecticut? Gab es von der auch? Ah, ich hatte nur die beiden. Ja, und ich glaube, Connecticut und Corojo haben sie noch ein paar, Ecuador ist leider leer. Mhm. Also, ehrlich gesagt, ich mag die Zigarre sehr, jetzt nur rein von der Optik. Ja. Ich finde, die hat ein geiles Deckblatt. Das fühlt sich auch so schön samtig an. Total, ja. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Tubo, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, okay, unnötig. Ist halt unnötiger Müll, gell? Hin und wieder kann es mal ganz nett sein, wenn du irgendwie unterwegs bist und du kriegst keinen anderen. Aber es müsste eigentlich immer beide Optionen geben. Es müsste immer beide Optionen geben. Ich verstehe auch nicht, warum es jetzt tatsächlich eigentlich nur um Tubo gibt. Mhm. Aber der Tubo, der ist ganz nett, finde ich. Der ist, ich halte mal für die, die bei YouTube sind, mal in die Kamera. Der ist relativ stabil und ist so mit so einem Klappverschluss wieder verschließbar. Also da denke ich auch, da könnte gefühlt auch ein Auto drüber fahren. Und die Zigarre wäre immer noch in Ordnung. Das stimmt, ja. Ja. Kostet die mehr als die normale? Was ist denn das Toro? Toro wird sie, glaube ich, angegeben, ja. Gute Frage. Kostet wahrscheinlich einen Euro oder zwei mehr, könnte ich mir vorstellen. Schauen wir mal, ob wir noch die Preise hier irgendwo haben. Ja, die ist lustigerweise, die ganze Boxquest-Serie von Camacho, die ist in Deutschland nie so richtig angekommen. Ja. Bei den Leuten, hatte ich das Gefühl. Also ganz, ganz selten, dass ich mal Leute die Boxquest habe rauchen sehen. Camacho sonst geht ja ganz gut, irgendwie. Aber die Boxquest, die hat es irgendwie nicht geschafft. Das stimmt. Auf dem deutschen Markt. Genau das gleiche gekostet. Okay. 69, aber da ist ja vermutlich ein bisschen weniger Tabak drin in der hier. Da wird meistens ein Tabakblatt weniger genommen, damit du es besser in Form pressen kannst. Merkt man auch, dieser schon relativ schmal, ne? Also sehr. Ja, ich finde auch, normalerweise hat man auch ganz, ganz selten mit Boxpress-Zigarren Probleme im Zug. Das stimmt. Weil ein bisschen weniger Tabak drin ist das Ganze ein bisschen lockerer und dafür raucht sie sich in aller Regel auch ein bisschen schneller weg. Ja. Aber mal gucken. Okay, was war es? 10 Euro? 9 Euro. 69. So, ist ein okay Preis, oder? So, finde ich Camacho-Style eigentlich. Ja. Wann hast du jetzt mal die Corojo geraucht, die normale? Lange her. Ich würde behaupten, ja, dreiviertel Jahr, so ungefähr. Wer ist denn interessant, den Unterschied, also wenn man halt noch den Geschmack von der normalen Corojo hat, inwieweit die sich unterscheiden? Ja, ja gut, ich habe die so oft geraucht, die Toro Corojo, die normale. Findest du irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt signifikant anders da? Also ich würde sagen, nee. Nur so ein bisschen vom Handling, gell? Ja. Also von der Haptik ist ein bisschen anders da. Aber ansonsten, oder ist sie doch schon relativ ähnlich? Ich finde die auch, ist jetzt auch, also bei mir ist jetzt nicht ein Jahr her, aber vielleicht zwei, drei Wochen, dass ich die letzte Corojo hatte. Ich finde die relativ ähnlich. Ja. Aber gut. Wann kam die raus? 3-4 Jahre so gefühlt? So auf jeden ungefähr, Fall irgendwann vor Corona. Aber die gab es auch nicht lange. Nee. Amerika gibt es noch. Ja. Hast ja bei manchen von diesen Camacho-Serien, zum Beispiel die Triple Maduro, die ich früher gerne geraucht habe, gibt es ja in Deutschland auch nicht mehr. Amerika gibt es sie weiterhin. Andere Geschmäcker. Mhm. Was geht sonst ab? Auch nicht viel. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das Wetter ein bisschen umgeschlagen hat, wieder in fröhlich.
Erfreulich. Ja. Aber ich merke sofort, ich kann mich über alles beschweren. Jetzt ist wieder zu Jetzt ist wieder zu warm und zu schwül. Es ist ein Hin und Her, Ja, du ey. hast mir eine lustige Geschichte über Fischlein erzählt. Über Fischlein, ja. Erzähl mal. Naja, also lustige Geschichte. Ich habe einfach nur recherchiert, weil es früher bei mir im Dorf sozusagen einen Autohändler gab, der Fischlein hieß, oder was heißt Autohändler? Kfz-Werkstatt, Ja. besser gesagt. Und da habe ich einfach recherchiert, ob es den noch gibt. Und dabei habe ich festgestellt, nein, den gibt es nicht mehr. Ja. Aber der hat wohl eine Historie als Büchsenmacher. Okay. Und da musste ich an dich denken. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann festgestellt, dass der mal in den 70ern von der RAF überfallen wurde. Ja. Und irgendwie, ich glaube, so 15 Schusswaffen entwendet wurden und damit einiges hier im Frankfurter Raum Ja. so begangen wurde an Straftaten. Und den gibt's immer noch. Soweit ich es gesehen habe, gibt es den immer noch, nicht mehr in Frankfurt, sondern hier in so einem Nachbarkaff vor Frankfurt. Aber ja. Ja. Wir haben es ja kurz vorher drüber unterhalten, war auch interessant, dass wenn man da mal so ein bisschen genauer schaut, wie viel die RAF in Frankfurt gemacht hat. Ja, also ein Bekannter von mir, Kollege, hat ein Buch geschrieben, Topologie der RAF hieß das, glaube ich. Da ging es nur so also Topologie deswegen, weil er so eine Karte gemacht hat. Ja. Und so die Standorte von was hat die RAF, wo ging irgendwas ab in Frankfurt. Naja. Und da ist man wirklich baff, also auch als Frankfurter, wie viel das war. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe ja in dem Zuge, als ich mir das vorhin mal angeschaut habe, auch eine Google-Karte gefunden, wo die ganzen Standorte eingetragen sind hier im Frankfurter Raum, die irgendwas mit der RAF zu tun Ja. hatten. Sei es konspirative Wohnungen oder Ja. Anschlag oder was auch immer, Verhaftung. Ja. Und das ist echt schon enorm, ja. Also man weiß natürlich als Frankfurter schon einiges Ja. irgendwie, weil man das natürlich auch mitbekommen hat und so und es ja ganz bekannte Fälle irgendwie gibt. Aber dass es dann doch so viel ist, fand ich auch erstaunlich. Ja. Aber das ist so, also gefühlt, wenn ich so, immer wenn ich irgendwas über die RAF höre, oder wenn da Geschichten kommen, oder ich den Film, oder eine Doku, oder jetzt sowas, wie mit diesem Fischlein, das kommt mir so vor, so lange vor wie der Zweite Weltkrieg. Das ist krass, Also gell? weißt du, das ist Ja. so, ich meine, das ist alles noch zu meinen Lebzeiten passiert, Ja, 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 ja. 70er Jahre, Ja. 80er Jahre, 90er auch ja, noch. 90er auch noch, das heißt, es ist eigentlich gar nicht so lange her. Nee. Aber, also, ich habe auch das Gefühl, dass es gar nicht mehr so im kollektiven Gedächtnis irgendwie, weißt du? Ja. Also, das ist einfach weg, Ja. irgendwie. Also, ja, auf jeden Fall nicht mehr so präsent, ja. Habe ich mich gefragt, ist das, also, ich sage jetzt mal so, wir haben ja so eine krasse Unterscheidung zwischen, ich sage jetzt mal, linker Gewalt und rechter Gewalt, ganz generell. Und dann habe ich mich in dem Zuge gefragt, okay, das war ja einer der Paradebeispiele für linksextremistischen Terror, sage ich mal. Da habe ich mich gefragt, okay, ist es deswegen der Grund, warum jetzt keiner mehr drüber redet? Weil alle jetzt über rechten Terror reden und rechte Gewalt und gar keiner mehr über links redet? Oder ist das, also ist es mehr so eine, also steht da tatsächlich irgendeine Agenda dahinter, dass da kein Mensch drüber redet? Also es ist ja nicht so, dass man den Mund verboten bekommt, aber wenn ich jetzt, weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich nicht. Da hat natürlich jeder seine Meinung. Der eine sagt, ja, Agenda, der andere sagt, nee. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt nicht so extrem ist im Moment, ne? Also das letzte Extrem, egal ob rechts oder links, war ja so ein bisschen NSU. Ja. Und RAF war ja Das ist schon, jetzt auch schon eine Zeit lang her. ist auch eine Zeit lang her, Ja. aber RAF war ja echt nochmal ein paar Schippen drauf. Ja. Und hat ja wirklich Deutschland so in Atem gehalten. Die haben ja wirklich was in Gang gesetzt und auch, ich glaube, auch in dem Zuge kam ja relativ viel an neuer Taktik für die Polizei, also Ja. Ermittlungsarbeit und da ist ja Ja. super viel passiert und umwälzend Ja. irgendwie gewesen in Du der brauchst halt Zeit. immer irgendwas, gell? Anscheinend, Das ja. ist mir auch aufgefallen, gerade wieder so im Kopf gekommen, als die Geiselnahme in München war. Paar Welche? 60, glaube ich, Olympia Achso, ja. München. Wo man dann, hab ich gerade die Tage in so einer Doku, da ging es generell über Spezialeinsatzkräfte und da wurde es auch genannt. Und da fällt einem so wie Schuppen von den Augen, wenn man sich das anschaut und dann siehst du diese Bilder.
Heute wäre es wahrscheinlich noch viel krasser mitverfolgt worden, so mit Handy, dies, das, aber auch da hast du schon gesehen. Und da gab es keine GSG 9, da gab es keine Spezialeinsatzkräfte, das sind einfach so ganz normale, so gefühlt Polizisten. so Streifenpolizisten sind da halt mit ihrem kleinen Gewehrchen irgendwie da um dieses Gebäude geschlichen. Also wie krass das eigentlich war. Und das hat es ja eigentlich so erst in Gang gesetzt, mal gesagt, ey, okay, wir brauchen jetzt hier irgendwelche Jungs, die hier wirklich die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn hier wirklich die Kacke am Dampfen ist. Genau. Ja? Vorher hat man sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Nee. So, Ja, war obwohl. vielleicht auch nicht nötig, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ja, meinst du? Also. Gab es denn viele solche Situationen vorher? Nein, aber ich hab mir so gedacht, ich meine, keiner von uns war zu der Zeit geboren. Ja. Aber ich habe mir so gedacht, das war ja relativ nah am Zweiten Weltkrieg, sage ich mal. Ja? So, das heißt, man hat eigentlich extrem viele Leute haben eigentlich Erfahrungen gemacht mit jeder Art von Gewalt. Ja? Dass es dann nicht von vornherein Vorkehrungen gibt. Also ich kann mich einfach nicht in die Lage versetzen, dass man sagt, ach, ja, also irgendwelche Leute, die wird schon nichts passieren. So, weißt du? Also das kommt mir total absurd vor, eigentlich, Ja. dass man da so naiv. Aber es ist halt die Frage, ob das wirklich naiv ist. Also jetzt mal so, das ist ein bisschen ähnliches Beispiel, aber du hast ja zum Aus Beispiel, dem heutigen Sicht kann man es gar nicht na, da, vorstellen. ja, aber Ja? überleg mal, in der heutigen Sicht ist es immer noch so, wenn du dir London und England anguckst, dass die Polizisten keine Schusswaffen haben, sondern nur Spezialeinheiten Schusswaffen haben. Denkst du dir auch als Deutscher oder wenn du Ami bist, dann denkst du dir, was? Die haben keine Pistole Macht dabei? aber schon Sinn. Ja, genau. Es macht nämlich irgendwie schon anscheinend Sinn. Ja. Und im Aber wir haben Gegensatz. halt Jungs da sitzen, die, wenn da irgendwas los ist, Ja, aber da die sind ja müssen dann auch fünf, erst kommen und die so müssen erst weiter. kommen. Also, Ja. ne, das heißt, so ein Straßenpolizist irgendwie, der jemandem über den Weg läuft, der irgendwie eine Waffe hat oder so, der ist Ja. erstmal, was macht der, ne? Und im Gegensatz dazu hast du dann irgendwie in Amerika die irgendwelche Panzer mittlerweile durch die Straßen fahren, die Polizei, so, Ja. ne? Und man sieht es ja, wie es in Amerika abgeht und wie Es es. funktioniert ja nicht besonders gut. Genau. Das heißt, also ich finde eigentlich, du hast vollkommen recht mit der Polizei in England. Man findet es auch als Deutscher erstmal kommt sehr merkwürdig irgendwie. Ich finde, es macht aber aus mehreren Blickwinkeln total Sinn. Also ich glaube, und ich kenne nicht die Agenda der englischen Polizei. Ja. Ich weiß nicht, warum die offiziell keine Waffen tragen. Gibt bestimmt irgendeinen Grund, ich kenne den nicht. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dann hat es eigentlich mehrere positive Effekte. Nämlich einmal, du setzt diese Bewaffnungsspirale nicht in Genau. Gang. Ja? Was natürlich, man sieht das Paradebeispiel in Amerika. Genau. Ja? Jede Gang ist bewaffnet wie eine kleine Militäreinheit, weil die wissen, jeder scheiß Straßenbulle, der hier rumläuft, der ist bewaffnet und die haben auch kein Problem damit, ihre Waffen einzusetzen. Genau. Deswegen bewaffnen die sich natürlich auch. Ja? Und das Zweite ist, also ganz ehrlich, ich fühle mich manchmal, also wenn du so siehst, wie die deutsche Polizei ausgebildet ist, denke ich manchmal, es wäre geiler, wenn jetzt der 0815-Straßenpolizist keine Waffe tragen würde. Weil wenn du die Jungs manchmal im Schießtraining siehst oder sowas, du denkst dir, ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das ist auch viel Abschreckung dann hier, weil wie oft wird das eingesetzt? Ich glaube, nicht Ja, sonderlich oft. total selten. Ja. Deshalb die Frage, so, also beim, weißt du, auch beim Militär oder generell, wenn du so mit Schusswaffen zu tun hast, sagst du ja immer, okay, hab nur eine Waffe dabei, wenn sie A geladen ist und B auch du bereit bist, sie einzusetzen. Ja? Das heißt, so 0815 Straßenpolizist, der halt einfach eine Waffe dabei hat, in der Hoffnung, dass die Abschreckung genug bietet, um irgendetwas zu verhindern, ich halte die Gefahr für höher, dass er die abgenommen bekommt. Von, Kann weißt sein, du? ja. So, deswegen finde ich eigentlich diese Vorgehensweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur in London ist. Das weiß ich auch nicht. Man hat so diesen typischen London-Polizisten im Kopf, gell, mit Schlagstock und Den mit so einem Bobby. lustigen Mützchen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, Das weiß ehrlich ich auch nicht. gesagt. Aber ich kann es verstehen. Ja. Ja. Das macht Sinn. Total. Also. Wie kam es jetzt auf, wie kam es jetzt da drauf? Weil wir über die RAF und Links- und Rechtsterrorismus und so weiter und so fort. Und ja. Ja. Nee, ach so. Hier kommen noch Spezialkräfte und so weiter, was ich absurd finde, dass es in München noch keine Einheit gab, die sich irgendwie dafür zuständig gefühlt haben, was da ins Leben gerufen worden ist. Ja, und das ist auch nicht lange her.
Ja, also klar, das ist eine 60er Jahre, ist noch ein bisschen länger als die ganze RAF-Scheiße. Ja. Ja, sind mittlerweile halt 60 Jahre, was Ja. auch total absurd ist. Ich habe mir letztens überlegt, zu dem Zeitpunkt, wo ich geboren worden bin, 1973, das war so verrückterweise relativ nah noch am Zweiten Ja, Weltkrieg dran. ja, Ja. ja. Also Das realisiert man gar nicht, ne? das gelesen natürlich so, Ja. jetzt ist inzwischen 50 Jahre noch mal weiter. Ja. Da bist du natürlich auch noch ein bisschen weiter von weg. Und deswegen verstehe ich auch ganz oft, also für mich ist so Thematik Zweiter Weltkrieg und diese ganze Geschichte total präsent irgendwie. Ja, aber ich verstehe auch, dass wenn du heute mit den Kids darüber redest, ist es wahrscheinlich das gleiche Gefühl, wie wir seinerzeit im Vergleich zum Ersten Weltkrieg hatten. Weißt du? Für mich war der Erste, also ich bin da jetzt ein bisschen nah dran, weil ich mich das Thema einfach interessiert. Ja. Aber das scheint auch, also gefühlt ist das 100 Jahre her. Weißt du? So, Ist es ja auch. ja, stimmt, übertrieben gesagt, 500 Jahre her. Weißt du? Also das ist total weit weg. Und der Zweite Weltkrieg ist total nah dran irgendwie. Obwohl da jetzt gefühlt Ist ja nicht viel zwischen dazwischen. diesen zwei Weltkriegen nicht viel Zeit vergangen ist. Weißt du? Also für mich ist der zweite auch natürlich viel präsenter als der erste, aber auch nicht sonderlich präsent. Ja. Nee. Also einfach, weil der Unterschied halt ist, dass man das nicht miterlebt hat, ne? Und Aber dass RAF der und beides. Co. Ach so, Ja, ja, RAF okay. und Co. hast du halt miterlebt Ja. irgendwie. Auf Aber irgendeine Art und hast du das Weise. bewusst miterlebt? Naja, schon. Ja. Also wenn ich habe ja nur bei Ursel gewohnt und da ist ja auch einer erschossen worden und Bad Ja. Homburg ist einer erschossen worden. Klar, das hat man mitgekriegt, ne? Also das ist auch als Kind und Jugendlicher und so, da warst du schon Ich irgendwie. war als Kind total politisch uninteressiert. Ja, das hat Also nichts mit weißt du so. politisch, das hat nichts mit interessiert sein an Politik, sondern es hat einfach was mit Angst zu tun. Ja. Dass du als Kind denkst, wie, da werden Leute erschossen? So, ne? Ja. Irgendwie. Und das brennt sich halt so ein bisschen ein. Und dann, Ja, hast du das wirklich? ja. Okay, ich hatte das gar nicht. Also ich habe das immer so, für mich war RF als Kind, ich habe das gehört irgendwie, aber ich habe damit überhaupt gar nichts Direktes verbunden. So im Sinne von, dass ich jetzt Angst hätte oder dass ich mir Sorgen mache oder dass ich irgendwie hinterfrage, was, warum, weshalb, wieso. Gar nicht. Also wusste, das gibt es, aber das war so für mich so ein Non-Event Okay. als Kind. Weißt du? Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich so wirklich das realisiert habe, war, als ich 1991 zur Bundeswehr gekommen bin. Und da hatten wir nämlich, ich sag mal so 3 Kilometer weiter, gab es im Wald ein Munitionslager. Und das wurde von uns bewacht. Und da hast du bei der Vergatterung, das ist nämlich, also wenn du quasi in den Wachdienst entlassen wirst oder im Wachdienst eingesetzt wirst, weiß ich noch, hat der Typ, der uns vergattert hat, hat dann immer noch ein Spürchen über die RAF erzählt. Er hat gemeint, ah, pass auf, wenn ihr hier den Zaun lang läuft, nicht, dass irgend so ein linksversiffter RAF-Terrorist rumkommt, den könnt ihr direkt erschießen. So, das war noch immer, du hast immer noch so eine Ja, Warnung mitbekommen, gell? ja. Und da habe ich mir damals, ich weiß noch, ich habe mir damals gesagt, hä, warum erzählt ihr irgendwas von der RAF, gell? Und das war dann tatsächlich das erste Mal, 1991, ich weiß es noch, wo ich mich wirklich mal intensiver damit beschäftigt habe. Und da habe ich mal geguckt, okay, wer ist es eigentlich? Warum? Weshalb? Wieso? Was machen die eigentlich? Ja. Und vorher war das irgendwie so weg. Ja. Und ich glaube auch heute, wenn du 0815 sitzt im Kaffee irgendwie und erzählst irgendwas und sprichst über RAF, ich glaube kaum, dass dir irgendjemand wirklich irgendwas Fundiertes darüber erzählen kann. Nee, das glaube ich auch, ja. Wobei die ja immer noch aktiv sind. Das finde ich auch Ja. immer total, also Gibt immer faszinierend. noch die Zettel, gell, von den Leuten, die gesucht werden. Genau. Und gerade wieder aktuelle Raubüberfälle und sonst was, Ja. die denen zugeschrieben werden und so, Wobei, das ist total krass. ich glaube halt inzwischen, also für mich ist die RAF, die es jetzt gibt, ist für mich mehr so eine Gang. Ja, Die machen halt genau. Überfälle, die sind im kriminellen Milieu irgendwie. So, Ich habe ja. gar nicht das Gefühl, dass die noch irgendwie eine politische Agenda Ich haben, glaube, das haben sie auch die. offiziell nicht mehr. Ja. Ich glaube wirklich, aber sie existieren halt, also die Personen existieren Ja. noch und die begehen noch Straftaten, sage ich Ja. mal so irgendwie, Aber ja. warum? Naja, um zu überleben irgendwie, ne, würde ich mal tippen. Also die überfallen ja Geldtransporter und so, Ja. und die müssen ja irgendwie im Untergrund leben und die werden ja gesucht von allen möglichen europäischen Ländern auch und so. Und irgendwie schaffen sie es ja seit Jahrzehnten Ja. so nicht Dass entdeckt zu sich werden. aber bisher nicht irgendwie abgesetzt haben, weißt du? So, weil wie du sagst, du hörst ja immer was Ja. irgendwie. Ich habe gedacht, okay, Mann, warum sind die nicht schon letztes irgendwo in Paraguay oder was weiß ich, oder in Kuba, was weiß ich wo, ja, Ja. irgendwo, wo die einfach ein gechilltes Leben führen können. Warum hängen die immer noch hier in der Komisch, Gegend ne? rum Ja. und überfallen irgendwelche Geldtransporte?
Vielleicht haben sie es irgendwie, ja, ich meine, es scheint ja zu funktionieren, die Taktik, die sie Ja, haben, klar. anscheinend, ne? Ich Also meine, vielleicht, inzwischen haben keine sie wahrscheinlich Ahnung. auch einiges an Handwerkszeug gelernt, Das wie würde ich man auch so sagen. Geldtransporte überfällt und sowas. Ja. Aber ich finde es irgendwie faszinierend. Total, ja. Ja. Ja, man, keine Ahnung. Was hast du circa? Gut. Die raucht sich wirklich schnell weg, Mann. Super schnell. Also erste Drittel ist schon weg. Ja. Und wir sind gerade mal bei 20 Minuten. Also Ja. das ist schon relativ faszinierend. Merklich weniger Tabak. Ja, die ist gut, ja. Das ist halt eine typische Corojo. Ich habe das Gefühl, die ist ein bisschen leichter. Also ich rauche die so, weißt du, und denke Ja. mir so, ich finde die nicht, vielleicht ist das auch nur Einbildung, weiß ich nicht, aber ich finde die nicht ganz so stark wie die Standard-Kokoro. Mag vielleicht an dem einen Zusatz, an dem weniger Tabak liegen, das weiß ich jetzt nicht, aber Da kannst du recht haben, ja. oder? Ja. Bin mir nicht sicher. Aber dafür ist Abbrand und alles andere top. Das stimmt, ja. Ich hatte letztes Mal, saß ich mit zwei Freunden, war ich im Kempinski. Und bisschen was gegessen, bisschen was getrunken, geraucht. Und da kam irgendwie so das Thema Lieblingszigarre. Und waren wir so einfach so ein bisschen gefachsimpelt. Und ich habe dann gesagt, so, ja gut, also wenn du mir jetzt sagen müsstest, also so meine Top-Zigarren, die variieren zwar immer ein bisschen, gell, so, aber ich sag so, ja gut, wenn du mir jetzt sagen würdest, alles klar, Andi, du kannst jetzt nur drei Zigarrensorten mitnehmen, so Style einsame Insel, und nur diese drei Sorten gibt es. Und da habe ich so gesagt, also ehrlich gesagt, da wäre keine einzige Kubaner dabei. Habe gesagt, ich würd eine Davidoff mitnehmen, ich würde Camacho mitnehmen, und ich würde da Togo Fuente mitnehmen. Okay. Ja. Und da hat mein Kollege mich so, also wirklich komplett entsetzt angeguckt. Und da sagt er so, keine von den Sachen, die du genannt hast, wäre noch nicht mal in meinen Top 20 drin. Ja. Okay. Da war ich so, was denn? Ja, was? Und die ersten 10, die mir genannt, das waren alles unterschiedliche kubanische Marken. Okay. Gell? Also keine einzige Non-Cuban dabei. Okay. Gell? Und da habe ich mir so gedacht, das ist schon krass. Also da hab ich so gefragt, als ich Camacho gesagt hat er gesagt so, ja, okay, die ist ja nur so, gefühlt, ihr ist ja nur so ein Stückchen besser als so ein Tankstellen-Zigarre. Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja? Also da liegen doch Welten dazwischen. Ja? Welten dazwischen, das stimmt. Aber ist mir das wieder vor Augen geführt worden, dass auch wenn du so in verschiedenen Lounges bist, dass du ja wirklich, du hast so eingefleischte kubanische Zigarrenraucher, Ja, klar. die halt auch gar nicht, also das halt so den ihr Box, ja, und da geht's nicht raus. Also, ich kann es nachvollziehen, in Ehrlich? Anführungsstrichen, ja. Also, am Anfang habe ich auch fast nur Kubaner geraucht. Also ganz am Anfang, als du angefangen hast, Ganz am Zigarre zu Anfang, ja. rauchen. Und, Das kann ich sogar noch verstehen, weil natürlich so, wenn du gar keine Ahnung von Zigarren hast, das Erste, was du mit Zigarren verbindest, ist Kuba irgendwie. Aber ich Genau. sag nochmal, spätestens wenn du die mal alle durch hast irgendwie und du siehst, komisch, in einem Zigarrenladen ist ja nur ein Viertel kubanisch, alles andere, so irgendwo fängst du doch irgendwann mal an, was an. Aber manche Leute machen das gar nicht. Nee, glaube ich auch, ja. Also, und bei mir wäre bei den Top 3 auf jeden Fall auch Kuba dabei. Ja? Ja, auf jeden Fall irgendeine Trinidad. Kein Alguer del Mundo. Ja, die wäre vielleicht auch mit dabei. Ich würd vielleicht tatsächlich eine Vigia, eine El Rey del Mundo und eine Davidoff Signature Toro mitnehmen. Aber stell dir vor, du suchst dir so halt einen Trinidad aus und immer die Hälfte aller Zigarren ziehen nicht, die du dir mit auf deine Insel genommen hast. Ey. Das ist Das doch wäre scheiße. scheiße, ja. Ja, und ich würde es jetzt natürlich im Preis eh nicht mehr nehmen, aber wenn es jetzt nicht um den Preis ginge und so, dann. Ja. Ja, ach, Kuba, komm, wenn eine Kuba gut Wenn zieht und wenn sie das Boxdate einigermaßen ist, dann ist, also sind die top. hast du vollkommen recht, aber ich würde eine Davidoff in der Kuba immer vorziehen. Ich sage jetzt mal so eine, ich weiß, die schmecken ja gar nicht, aber so eine Yamazar oder zum Beispiel auch so eine Winston Churchill Late Hour, das ist für mich einfach mit der besten Zigarre der Welt. Einfach, was du schraubst und denkst so, okay, man, viel besser. Also selbst wenn ich dann eine richtig gut funktionierende kubanische Zigarre habe, das ist eine Top-Zigarre. Ja? Aber die ist jetzt nicht nur für mich halt top, weil es halt kubanischer Tabak ist, so, weißt du? Ja. Ja, aber das ist mir auch wieder mal vor Augen geführt worden, so, dass da andere Leute schon in ihrem eigenen Mikrokosmos leben. Total, ja.
Aber die kennen auch gar keine anderen Zigarren. Also, weißt du, wenn wir unterhalten uns da, keine Ahnung, bei Fuente oder bei Camacho und dies und das und jenes. So, okay, man, also die haben noch nicht mal von diesen Marken gehört. Aber das würde mir, glaube ich, auch so gehen, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Das ist so ein bisschen dem Aber hältst du nicht geschuldet. den Anspruch zu sagen, Nee. ich will das Beste rausfinden und nicht nur, Nee. weil alle sagen, dass Kuba das Beste ist? Also, nee, also ich würde dann auf jeden Fall nicht Zigarren irgendwie um die 10 Euro rauchen. Also würde ich einfach nicht machen. Also ich würde es vielleicht mal probieren und dann würde ich, bei 100 Stück weiß ich, dass 95 eh Schrott sind. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man die Schrottzigarren erwischt, wenn man es dann doch mal probiert. Oder Marken. Und ich glaube auch, ich wäre nie zu Camacho und Co. gekommen, wenn Geld einfach keine Rolle spielen würde. Richtig schön die Kuba und mal Davidoff und so, ne? Und das bist du doch vollkommen mit ausgesorgt. Also, pff. Aber es wäre doch irgendwann langweilig. Da Also gibt es doch genug. selbst ja, bei Davidoff hat jetzt auch, also das Portfolio ist ja übersichtlich Ja. von dem, was du an Davidoff kaufen Ja. kann. Sagen wir mal, ohne das jetzt im Kopf war, sagen wir mal, das sind 30 verschiedene Zigarren. Ja. Irgendwann hast du die doch durch. Ja, Okay, und klar. dann weißt du, okay, von diesen 30 Zigarren, das sind jetzt die fünf, das sind die, die haben mir am allerbesten Genau. geschmeckt. Und bei Aber Kuba hast du dann da nochmal bleibst du fünf. nicht nur dein Leben lang bei diesen fünf Zigarren. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit. Du Hä? weißt doch, wie wenig Ja, ich hin und her switche okay. beim Rauchen. Also hätte ich null Probleme mit. Das ist doch wie. Aber das ist tatsächlich so eine Einstellung. Ich finde es erstaunlich, weil es ja bei vielen anderen Dingen, wie sagen wir mal Kaffee oder sowas oder Ja. allem Möglichen, da würde ich auch immer. Habe ich mal einen Kaffee gefunden, der mir schmeckt, eine Kaffeebohne, da bleibe ich dabei. Ja. Dann gehe ich nicht jede Woche mir neue Bohnen. Also, das. Weil Na, aber ich warum? meine, das ist doch so eine Geschmacksermüdung. Also guck mal, ich esse mein Leben gerne Steak. Ja. Aber ich würde trotzdem nicht mein Leben lang jeden Tag Steak essen. Ja, Nur musst du ja auch weil nicht. es einfach ein geiles Lebensmittel ist. Weißt Ja. du? Das ist ein geiles Lebensmittel, ich esse es total gerne. Aber ich muss es nicht jeden Tag essen. Nee. Denn, weißt du, so, du Aber brauchst du. irgendwie eine Variation. Wenn du jetzt 50 Zigarren hast, die dir schmecken, denke ich mir da auch irgendwann, okay, irgendwann hab ich jetzt gerade habe ich mal die Schnauze voll von den fünf. Ich will jetzt einfach mal was anderes haben. Okay, da würde mir, glaube ich, also nee, habe ich selten so das Bedürfnis. Bin immer froh, wenn ich was gefunden habe, was mir echt schmeckt, und dann bleibe ich dabei. Okay, hast du auch, ist bei Essen genauso. Dass du sagst, okay, das ist jetzt that's my food, so, und ich bewege mich da eigentlich nicht raus aus meiner Komfortzone. Also in der Realität ist es meistens so. Ja? Nee, ich esse jetzt nicht jede Woche irgendwas, was ich noch nie gegessen habe. Isst du jede Woche oder mehrmals im Monat Sachen, die du noch nie vorher gegessen hast? Man variiert doch so seine Standards und dann mal ein bisschen abgewandelt oder sonst was vielleicht, aber an sich hast du doch so dein Standardportfolio irgendwann zusammen. Das stimmt, aber ich überlege jetzt so, wenn mir jetzt ein Kollege sagt, oh ey, weißt du was, ich habe da einen neuen Mongolen gefunden, da würde ich gerne mal essen gehen. Da gehe ich halt mit Ja, das würde ich und auch esse es machen. halt. Würde ich auch Ja? machen, klar. Es kann natürlich dann trotzdem passieren, dass es mir nicht schmeckt, Ja. aber ich würde trotzdem einfach hingehen und es probieren. Dagegen spricht er gar Und das nichts. meine ich ja dasselbe auch Wenn mir bei Zig. jemand eine Zigarre anbietet und sagt, guck mal, die ist total geil, das ist meine Ja. Lieblingszigarre, probier mal. Dann würde ich auch nicht sagen, nee, rauche ich nicht. Ja, Dann würde okay. ich sagen, okay, klar, probiere ich mal. Aber ich würde mir keine kaufen, ich würde nicht auf die Suche gehen. Genauso wenig, wie ich beim Essen dann irgendwie jede Woche auf die Suche gehe, um irgendwas Außergewöhnliches zu finden. Nee, so, also jetzt. Ich muss jetzt auch nicht jede Woche das Rad neu erfinden. Ja? Ja, was, Aber ich finde es also. schon manchmal schön, einfach so über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und sagen, oh ja, ist ja vielleicht ganz nett. Ja, Ich dann denke gibt's. mal halt immer, ich hatte die Diskussion letztens mit meiner ältesten Tochter gehabt. Da hat die gesagt, wirklich so, ich glaube sogar wortwörtlich, meinst du, nee, also was ich nicht kenne, das esse ich nicht. Also ist Mensch, sie verhungert. wenn ich, dann würde es, also wenn das deine Einstellung ist, dann würdest du ja nie was essen, weil Ja. alles ist ja irgendwie mal neu. Und dir entgeht doch total viel, wenn du irgendwelche Sachen nicht probierst. Ja? Ja. Also, wie gesagt, ich esse auch nicht jede Woche irgendwas ganz Neues. Aber Ja, wann war das letzte Mal, dass du was Neues gegessen hast? was Neues im Sinne von, was ich noch nie vorher Ja. gegessen habe. In Hamburg, vor 2, 3 Wochen, als ich in Hamburg war. Sag mir jetzt nicht dieses Steak. Ja. Das war auch nur eine Variation von dem, was du sonst auch immer isst. Ja, was ist anders der gemacht? Ja, das, okay. Dann ist es mal mit Butter anstatt mit sonst was gemacht. Aber es ist doch alles das Gleiche. Also ich habe vor 2 Wochen seit langem mal wieder was Neues gegessen, was ich noch nie gegessen habe. Und das war beim Koreaner. Das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Aber das ist egal. Aber Bei da war welchem es. Koreaner warst du? Bei diesem Grill, wo du selber grillst? Nee, aber das haben die auch gehabt, ja. Aber genau. Ja, also.
Ich habe so ein Standardgericht irgendwie da gegessen. Und ich fand es nicht gut. Aber hatte jetzt auch kein Problem, das mit zu probieren. Ja. Und war Das finde ich, das okay da, und so. Aber das, davon geht es doch. trotzdem, also sonst kommt Aber es das hätte auch sein sehr können, dass, selten also es hätte vor. auch sein können, du probierst es und es schmeckt dir und sagst, ey, Ja. geil. Also mir ging es zum Beispiel so bei Chicken Kung Pao. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das erste Mal, also Jahrzehnte wahrscheinlich schon. Aber mir ging es damals so, ich war sonst, als wir jung waren, asiatisch essen bedeutet einfach, du isst irgendwas süß-sauer. Weil Standard. es gab eigentlich nichts anderes. Ja, doch, es So, gab schon, aber man hat irgendwie immer man hat süß-sauer es gegessen, nicht gell? gegessen. Ja, Man hat ja. einfach immer, und vielleicht, wenn du mal ganz mutig warst, hast du anstatt Hühnchen süß-sauer, Schweinefleisch Ja, süß-sauer gegessen genau. oder Ja, so, ja, ja, weißt du? ja. Und ich weiß aber noch zu der Zeit, also da war ich so gerade so erwachsen, und da habe ich Chicken Kung Pao für mich entdeckt. Das hieß dann auch irgendwie so Chenegal Kung Pao Chicken und ich weiß nicht, aus was für einer Ideologie heraus ich das essen wollte. Ich habe es gegessen und da hab ich mich in Kung Pao verliebt und gesagt, boah, wie Okay. geil das ist. Und da denke ich mir, wenn ich, klar, ich hätte auch bis zum Lebensende mit Süß-Sauer glücklich werden können, weißt du, aber hätte ich das damals nicht probiert, wäre ich nie auf den Kung Pao-Trip gekommen. Und dann habe ich Ja. auch selber das gekocht, wie wird das eigentlich gemacht? Und dann habe ich das selber gekocht, dann habe ich eine Variation davon gemacht. Irgendwann ist das auch langweilig geworden, weißt du, aber ich finde irgendwie so, das ist, keine Ahnung, also das macht es irgendwie interessant. Ja, irgendwie, aber das. Also was Neues probieren, immer ja, bedeutet ja nicht, dass es in dein Portfolio überwächst, egal ist Spaziergang oder sonst was. Aber wenn es sich irgendwie die Gelegenheit gibt, probier es schon. Also irgendwas außer ist total eklig. Ja, klar, dann, aber ich finde auch, wenn ich gehe öfters indisch essen und jetzt immer Chicken Tikka Masala. Immer. Weil, ich sag dir warum, weil ich jedes Mal, wenn ich was anderes mal probiere, bereue ich's. Denke ich Ja. mir, ach Scheiße, hättest du doch wieder das gegessen, was dir super Aber die gut Curry schmeckt. schmecken ja auch nicht. Also das Grüne, das Rote, das Gelbe. Ich kann mich noch nicht mal daran erinnern, ob ich es mal probiert Echt nicht. habe. Ja, weil ich immer, ja. Ich kann, ja. Ich habe mal irgendwann so ein Spinatgericht probiert und hab so bitterlich bereut. Deswegen bleibe ich gerne bei dem gleichen, weil ich weiß, es schmeckt mir, da freue ich mich drauf und dann. Verstehe ich. Ich kann lustigerweise gerade gar nichts Scharfes essen. Kann ich eh nie. Also ich habe sonst liebend gern scharf gegessen. Seit Wochen vertrage ich das nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Also vom Magen her. Nee, vom Darm her. Ja. Also wirklich, das ist wirklich böse danach. Ja, und zwar so, dass ich sage, ey, das lohnt sich gerade nicht, das zu probieren. Ja. Und da sind gerade für mich tatsächlich relativ viele Gerichte sind so hinten runtergefallen, weil ich gerade echt Schiss habe, die zu essen. Ja. Weißt du? Weil ich weiß, was dann passieren wird. Da habe ich mir tatsächlich überlegt, boah, vielleicht muss ich einfach wieder mal so eine Woche fasten oder so. Regenerieren einfach mal wieder. Regeneriere, keine Ahnung, gell? Weil, also, da mache ich mir echt schon Gedanken drüber. Finde ich echt tragisch. Ja. Du hörst ja bei vielen Leuten, die sagen, ich kann nichts Scharfes essen. Ja, kann ich Weißt auch du, weil es null. aus verschiedenen Gründen, Magen, Darm oder sonst irgendwas. Aber wenn du halt sonst immer, und ich esse jetzt auch nicht übertrieben scharf, ja. Aber wenn du sonst immer in deiner Rotation halt 10 verschiedene Gerichte drin sind, die scharf sind und die sind jetzt auf einmal weg. Denke ich mir so, krass. Da muss ich irgendwas Neues finden, Ja. was das ersetzt. Ja. Ja. Da gibt es ja genug. Ja. Gibt es genug. Muss auch mal koreanisch essen gehen. Ich war schon ein paar Mal. Ja. Ich war immer in meinem Taunuszentrum, gibt es neben dem Kino, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, irgendwie auch mit Barbecue. Die machen das ja tatsächlich nur so, dass du deinen eigenen Grill am Tisch hast und da selber grillen kannst. Da war ich schon ein paar Mal. Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich habe jetzt keinen fundamentalen Unterschied zu chinesischem oder thailändischem Essen entdeckt. Okay. Also klar, die haben so ein bisschen andere, das Aber heißt ist schon anders da, ähnlich, ja. aber für mich ist das schon sehr ähnlich. Würde ich auch sagen, Ist die Frage, ob wenn jetzt ein Koreaner nach Deutschland kommt, ob wir den italienische, französische und deutsche Küche auch auch sagt, als okay, irgendwie gleiches. ist es doch alles gleich. Ist es Also ja im so ein Endeffekt Pfälzer auch. Saumagen, eine Spaghetti Bolognese ist ja vollkommen austauschbar. Ja, im Endeffekt ist es nicht weit entfernt irgendwie, oder? Ist Kann jetzt schon sein, gell? nicht radikal anders irgendwie. Also jetzt so ein Saumagen, Spaghetti Bolognese natürlich irgendwie schon, aber Ja. so grundsätzlich sind die Küchen ja doch schon so Kohlenhydrate, Ja. Protein, Fett und so, das ist ja schon irgendwie immer so ein bisschen ähnlich, was du hier kriegst. Ja, Gemüse nur im Ausnahmefall. Genau. Zigarre? Ja.
Absolut empfehlenswert, trotzdem. Das, Schade, dass obwohl sie du nicht gerade mehr vorher gibt. gesagt hast, 10 Euro gegangen sind Schrott, gell? Aber die sind nicht schlecht. Naja, also im Vergleich halt, ne? Im Vergleich, im Vergleich. Also ich würde auch heutzutage, wobei die Kammert schon natürlich echt gut sind, aber trotzdem würde ich immer eine Davidoff zum Beispiel eher rauchen als eine Camacho. Immer. Ich hätte nie das Bedürfnis, eine Camacho zu rauchen, eher als wenn ich eine Davidoff zur Auswahl hätte. Da gebe ich dir prinzipiell recht, aber wir brauchen ja beide mehr als eine Zigarre am Tag. Wenn ich jetzt eine Davidoff hatte, muss meine nächste Zigarre nicht unbedingt wieder eine Davidoff Ja, sein. muss nicht, nee. Aber Aber willst du. wenn dann die Wahl wäre, Camacho oder Davidoff, wieder Davidoff. Ehrlich? Ja, Nee, definitiv. weil ich finde ich schon ganz anders da. Also, ich meine, klar, es gibt auch unterschiedliche Davidoffs, ja. Aber wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt vorhin, keine Ahnung, eine Yamazaki geraucht, dann will ich eigentlich schon, meine nächste sollte keine Davidoff sein. Finde ich so. Also, Ja, nach es einer soll einfach. Yamasa wird es auch schwer, wenn du dann eine Ja. Davidoff brauchst. Also, aber. Ja, gut. Unterschiedlich. Ja. Wäre jetzt interessant mal zu wissen, was Olli sagt, aber ich könnte mir schon. Wir interviewen ihn das nächste Mal. Ja, wäre mal interessant zu wissen für alle, die zuhören oder die zuschauen. Geld spielt keine Rolle. Bleibt ihr immer nur bei Davidoff oder Kuba oder was auch immer ihr gerade feiert? Oder muss es schon irgendeine Variation sein? Lass uns mal überraschen. Ja. Okay, geben wir dir eine Wertung. Das machen wir ja. 9,60 €. Toppreis, Top-Preis. Auch finde ich. die Toro war zumindest bei Cigarworld gerade, also die normale, nicht die Boxpress, auch mit 69 drin. Es wundert mich, weil ich dachte eigentlich, dass sie eine Preiserhöhung bekommen hätten. Dachte ich eigentlich auch. Aber gut, vielleicht habe ich da auch noch. Vielleicht hat Naja. die vorher 8,90 € gekostet. Okay, Ich weiß jetzt, kann ich natürlich kann es gar sein. nicht mehr genau Ich sagen. weiß es auch nicht mehr. Also auf jeden Fall hat sie keine massive Preiserhöhung dann bekommen. Das gibt schon mal einen Pluspunkt. Ich gebe ihr eine 7. Wäre ich dabei. Gute Zigarre. Für mich kein großer Unterschied. Also ich fände es ein bisschen leichter als die normale Kokoko. Kann aber auch, also Nuancen, Ja, glaube die ich. ist, ich, ja, Wenn. doch, ich glaube auch, die ist schon Ja. leichter, ja. Aber ist ein schönes, also man muss sie mal in der Hand haben. Also wenn ihr Glück habt, ihr könnt ja mal gucken, vielleicht erwischt ihr die noch irgendwo. Ich glaube, es ist auch erstmal egal, ob es die Ecuador, die Corojo oder die Connecticut ist. Zumindest mal wert, die mal probiert zu haben. Denke ich, oder? Würde ich auch sagen. Sehr gut. Nächste Woche haben wir eine Sondersendung. Wird nicht verraten, was es ist, aber es wird bestimmt lustig. Ja. Dann wieder, so Gott will, in voller Besetzung. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Macht's gut. Tschö.